Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wins and Fails, wieder mit Coconut. Ja, heute in Moorland, ihr seht es schon, und es geht gleich los. Ich bin gerade so eben noch rechtzeitig angekommen und bin jetzt in Chumpy Gruppe 2. Es war ziemlich voll hier gerade eben, bevor es losgegangen ist, bevor die Gruppen eingeteilt wurden. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Moorland bin ich jetzt noch nicht geritten mit Coconut, deswegen bin ich ganz froh, dass das jetzt so optimal passt. Und dann machen wir uns mal auf die Hufe. Auf geht's. So, warum habe ich hier eigentlich keine Musik? Ich habe eigentlich die Musik in-game angeschaltet. Naja. Star Stable und Musik ist ja so ein bisschen problematisch seit einer ganzen Weile. Star Stable und Ingame-Musik, sagen wir so. Ich merke gerade, dass es ein kleines bisschen leckt. Da ist die Musik! Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich im Hintergrund noch Videos rendere. Tja, ich versuche gerade alles gleichzeitig zu machen, so wie die eierlegende Wollmilchsau. Und ich glaube, mein PC nimmt mir das gerade ein bisschen übel, dass er zwei Sachen gleichzeitig machen muss. Er ist ganz offensichtlich ein Mann. Haha. Ich weiß, der war schlecht. Es muss nicht unbedingt so sein, dass Männer nicht multitaskingfähig sind und Frauen das perfekt beherrschen. So. Also da kann man besser runterreiten, aber es ist okay. Oh, guck mal. Ein Mustang, ein Brindle-Mustang hier von der Hannah. Den sieht man tatsächlich ziemlich, ziemlich selten. Da kam gerade ein goldenes Hufeisen angeflogen. Den sieht man tatsächlich ziemlich selten. Im Spiel, der kam ja ein bisschen später erst nach. Nicht mit den offiziellen, Farbschwüngen der Mustangs. Den finde ich auch ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen, nach wie vor. So, und sie hat auch gewonnen und ich bin hier auf Platz 3 ins Ziel gekommen. Sehr cool. Es ist eine Schleife geworden. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. So, dabei gewesen sind Athena Diamond Sparrow, Vanessa Truthheart, Coco Pearl Girl, Helene Scheifield, Ruby Jungle Flower, Liv East Thunder, Toby Seeing, Stacy Blueberry Wild, Abigail Stone Sea, Patricia Pretty Moon, Helene Peace Eagle, Jasmin oder Jasmine Shadow Tower haben wir jetzt auch schon ein paar Mal dabei gehabt. Dann Lydia Oldcastle. Auf Platz 3 reihe ich mich ein und ganz besonders herzliche Glückwünsche hier an Hannah Skylion mit dem Mustang und Raffaella Biebel. Auf Platz 1, die habe ich gar nicht gesehen. Herzlichen Glückwunsch zu den Platzierungen und Coconut präsentiert euch jetzt noch die Schleife vom 3. Platz des Moorland Championats. Und wie awesome ist das bitte, dass sich der Sternenhimmel bewegt. Mega, oder?